Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 19 oder Landwirtschaft Simulator 19. Ich habe ein bisschen gefarmt schon wieder. Ich habe hier hinten wieder, sieht man das? Ja, ich habe hier hinten Honig drin und ja, ich habe ein bisschen gehackelt wieder. Hier oben seht ihr jetzt $619. Ich habe hier meinen Besen. Mit dem putze ich da immer schön weg, weil es einfacher ist, als mit dem Trecker das zu machen. Viel angenehmer. So, stellen wir es wieder zurück. Oh, ja, ups. Wir haben außerdem mittlerweile unsere Pumpe hier schon. Da kann man immer schön nachfüllen, wenn man es braucht. Die Schafe sind immer noch hier. Es hat sich nicht wirklich viel geändert. Außer, das können wir hier nachschauen, die Produktivität ist runtergesunken, weil wir Gras-Silage und Karotten oder Zuckerrüben brauchen. Was mega beschissen ist. Wo kriege ich denn Zuckerrüben her? Das ist so eine ganz, ganz gute Frage. Was ich aber gerne machen würde, ich habe ein paar Mods installiert. Ist ja gut. Da haben wir hier sowas wie hier bekommen. Hier sind Futterautomaten, die automatisch Belt-Feeder und so Zeugs machen. Wir haben aber auch hier für uns viele neue Sachen gleich bekommen. Hier gleich noch nicht so viel, aber ich würde gerne expandieren heute. Deswegen habe ich eigentlich so viel nochmal versucht zu investieren oder so viel Zeit investiert, um das Ganze zu machen. Ich hätte gerne Pferdezucht, um halt mir das Leben auch leichter zu machen. Damit kannst du Pferde züchten, bedeutet rein theoretisch musst du die Pferde nicht nur ausbilden und füttern, sondern du kannst sie auch selber züchten. Das würde ich gerne ausprobieren und deswegen werden wir heute einen Stall aufstellen und das mal ausprobieren. Das machen wir jetzt gleich mal hier oben. Zack, wie machen wir das da drehen? Ich würde den jetzt hier so in die Ecke stellen, einfach weil es cool ist, glaube ich. So, hier schön hin. Genau. So. Da kommt jetzt der hin und wo wir dann den Kuh oder den Pferdestall hinstellen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Warte mal, wo ist denn der? Da ist er. Schaut auf jeden Fall, also auf dem Bildern sah er sehr cool aus. Ich habe den nur bis jetzt noch nicht getestet. Schauen wir uns das Ganze mal an. Gibt es verschiedene Toröffnen. Oh, schick. Okay, nächstes Tier in. Wie viel hält denn diese Anlage? Jetzt mal so eine andere Frage. Hier. Wasserfüllstand natürlich kaufen wir. Wird in 8 Stunden wieder angeliefert. Haben wir das Problem schon mal gelöst. Holen wir uns gleich mal zwei Pferde. Und beginnen mit der Tierzüchtung. Das war Tiermenü öffnen. R. Isabelle Schicke. Was haben wir denn? Hat sich da was verändert? Nee. Absolut nicht. Ich würde sagen, wir holen uns mal zwei Pferde. Drei passen rein. Wir werden immer ein Jungpferd und sozusagen einen Altbestand bestätigen. So, und dann können wir doch rein theoretisch hier unter Pferdezucht, genau hier gucken. Wo sehe ich denn jetzt, wie viel hier nachgezüchtet werden oder wie schnell das alles geht? Der Bewegung haben wir jetzt, zahlen wir für. Ah, nee, das ist ja der Bestand, glaube ich, oder wie viel es ist. Wasser und Stroh. Zustand, Wasser, Strohpellets. Wieso denn Strohpellets? Bedeutet, ich muss jetzt Pellets produzieren? Unangenehm, unangenehm. Geht kein normaler. Kann ich nicht einfach Stroh verwenden zum Einstreuen? Hafer, Gras, Silage, Heupellets oder Heu, also Gras? Heu? Leck mich am Arsch. Und Karotten. Also die Karotten, wo krieg ich Karotten her? Hallo? Kann ich mit irgendeinem Ding Karotten jetzt züchten? Ich glaube, da müssen wir uns mal ein paar Lager anlegen und produzieren wie Sau. Ja, dann holen wir schon mal unseren Trecker, tun vorne das Mähwerk dran und holen ein bisschen Gras, damit wir das Gras... Brauchen wir echt bei den Schafen auch Gras? Jo. Aber das mache ich, glaube ich, außer wieder der Aufnahme. Wir kaufen uns jetzt ein Stück Land. Ganz easy, denn wir haben auch was ganz Neues hier. Precision Farming. Das ist ein DLC von den Entwicklern, was noch interessanter wird. Und dafür kaufen wir uns jetzt ein paar Felder. Ich würde gerne die Felder hier in der Mitte aufkaufen, ganz ehrlich. Weil die am besten von uns erreichbar sind. Und dann würde ich halt die Parzelle da hinten kaufen und dann die Parzelle wahrscheinlich. Wir können auch mal schauen, wie viel die Parzellen hier kosten, weil die sind halt direkt angelehnt. Das wäre halt noch weniger Weg. Schauen wir uns das mal an. Bedeutet, wir gehen auf die Karte, machen X-Land. Wie viel kostet das Stück Land? Ist bei 112% und kostet
200.000. Das hier kostet auch 200.000? Das kostet um einiges. Aber das ist wahrscheinlich auch wegen der Fläche, ne? Werte, Alter, der Werte. Also allein, wenn ich das hier kaufen wollen würde, wäre wahrscheinlich mein ganzes Geld weg. Die zwei würden das aber auch locker schaffen. Also ich würde mal das hier kaufen. Land kaufen. Yo. Was wächst da eigentlich gerade drauf? Fahren wir da mal schnell hin, bitte. Oh ne, ich hab's falsch. Mann. Wollte ich den Hänger abhängen. So. Motor starten. Fahren wir mal da schnell hin. Holy shit, hier drin, der Sitz federt, kann das sein? Der Sitz der sowieso rum? Ich bewege mich im Sitz mit, kann das sein? Oha! Was haben wir denn jetzt hier? So, Motor aus. Gerste erntereif. Oh Gott, wir haben Gerste. Was soll ich mit Gerste anfangen? Hafer wäre geil gewesen, aber Gerste? Bedeutet, wir müssen jetzt uns eine Maschine mieten. Dann mieten wir mal kurz. Ein größerer Hänger wäre gleich auch nicht doof, kann das sein? Wir haben ja irgendwas gleich in der größten Parzelle jetzt gerade. Wenn wir wenigstens sowas Großes hier uns für 27 holen, oder... Kostet sowas 35, ein großer Hänger. Wäre natürlich schon praktisch. Weißt du was? Den holen wir uns jetzt auch noch. Hätte ehrlich gesagt keinen Bock drauf, dass wir dann immer ein Platzproblem haben. So. Und dann mieten wir uns mal einen Mähdrescher. Wie viel kostet denn so einer zu mieten? 5000. Das geht eigentlich. Das sollte sich wieder reinholen. Bedeutet, wir mieten den Nova 330. Und jetzt brauchen wir noch das Mähwerk dazu. Schneidewerk. Vom Nova 330. So. Das heißt, mieten. Dann wechseln wir Maschinchen mal. So, da ist die gemietete Maschine. So. So, umdrehen. Vorsichtig. Perfekt. Rundumleuchte an. Ich weiß, so fährt man normalerweise nicht, aber ich habe jetzt keinen Bock noch mehr zu mieten, als was ich schon brauche. Wir gelten jetzt einfach als Schwertransporter. Alle Schilder müssen abgebaut werden für uns. Wir haben auch Sonderrechte. Oh, da kommt gleich ein Auto. Oh, da kommt ein Auto. Hui. Uiuiui. Kann man nicht einfach so ein bisschen tiefer fahren? Das wäre... Ach, schau, das geht. Nice. Perfekt. Zu kommt keiner. Nein. Ich sehe hier nichts. Könnt ihr das mal bitte wegfahren? Ich sehe nichts. Muss ich abbiegen. Glaube ich. So. Wie schaut es von außen aus? Wenn dir sowas entgegenkommt, denkst du auch nur so, oh, ich weiche jetzt aus. Beep, beep, beep. Weil wir müssen dann eh da ein bisschen von der Wiese was wegnehmen. Ich glaube, wir nehmen von der oberen Scharte mal ein Lager voll weg und pumpen das in die einzelnen Bereiche rein. Haben wir eh nicht Gras gemacht? Nee, ah nee, das Heu haben wir gekauft. Das Heu ist ja gekauft. Das stimmt. Und mit unserem Trecker holen wir dann schnell den Hänger. Den stellen wir hin, damit der sozusagen selber das befüllen kann. Dann machen wir die Wiese oben. Und ja. Als nächstes würde ich dann wirklich gerne hier unten das Feld kaufen. Also das, was wir hier jetzt gerade sehen. Weil dann können wir hier unten die seitliche Grünfläche rein theoretisch
noch zu einem kleinen Bauernhof-Erweiterung machen, wo wir Pelletsproduktion oder sowas einbauen. Ich hätte gerne Heu und Stroh. Stimmt, warte mal, das machen wir jetzt. Wir können hier Stroh machen. Dafür müssen wir Stromablage ausschalten, anschalten. Ist die jetzt aus oder ist die jetzt an? Also ich glaube, die ist jetzt an. Bedeutet, wir kriegen Stroh. Geil. Dann kriegen wir nicht auch gleich unsere Strohpellets hoffentlich so. Oder sehr bald halt. Helfer aktivieren. Bitte sag, dass du die Strohlein machst. Jawohl. Nice. Okay, der lässt es jetzt hier stehen, aber das passt schon. Wir steigen aus. Da kriegen wir jetzt ein bisschen Stroh. Wir holen uns jetzt unseren Hänger. Und dann stellen wir den hier hin, damit der das dann abfüllen kann. Die eine Linie seitlich müssen wir dann selber machen. Da kommt gerade unser Zug. Und die Gerste werden wir dann höchstwahrscheinlich verkaufen. Für den höchstbietenden Preis. Ganz einfach. Wir müssen eine zweite, warte mal. Und dann schauen wir, dass wir Pferdeproduktion an den Start kriegen. Das bedeutet erstmal ein paar Pferde züchten. Die dann in unseren, also ich will schauen, dass wir so produktiv wie möglich arbeiten. Bedeutet, wir tun die Pferde selber züchten, dann in den zweiten Stall stellen. Dort die sozusagen dann ausbilden und dann verkaufen für den höchsten Preis. Weil wir sollten dann gleich pro Pferd ca. 50.000 kriegen und wenn es einige sind, sind wir schon, ja, kriegen wir ein paar Wochen auf jeden Fall ein paar hunderttausend immer dazu. Was es für mich einfach macht, weil die Mission zu machen kann teilweise echt nervig und langwierig sein, wo ich halt auch dauernd Präsenz zeigen muss. Und das macht es halt teilweise auch nervig, wenn man halt vorproduzieren muss, weil ich mag gar nicht wissen, wie viele Stunden ich an dem Scheiß jetzt dran saß. Nur um halt das ganze Geld zu verdienen. Ich habe natürlich immer wieder aufgefrischt, weißt du, und dann immer schön die 14.000er Mission gemacht, aber ich konnte auch mal einen wegschmeißen, weil irgendwie er nicht anerkannt hat, dass ich den einen oder die eine Mission da abgeliefert habe und da die andere und hat alles für eine Mission gezählt und oh, das war grausam. Das war grausam. So, jetzt haben wir einen richtig geilen großen Hänger. Jetzt wird's langsam hier. Langsam werden wir zu einer Großproduktion. Haben wir hier im Kreisel rum. Huch, wir hätten da das Kreiselschild umgeworfen ist. Solche Raudis. So was würde ich nie machen. Ich fahre immer ordnungsgemäß nach Verkehrsregeln. Fände es ewig witzig, wenn es dir so Verkehrsregeln und Polizei geben würde und du die auch noch an die Verkehrsregeln halten müsstest oder sowas. Ich würde es irgendwie feiern auf eine gewisse Weise. Wenn du so da stehst, wird immer Dreck auf. So, ja, sie wiegen 10 Tonnen zu viel. Sie haben zu viel geladen. Sie haben da hinten schon Gerste verloren. Also, ja. 10.000 Euro Strafe. Warum ist es hier so kalt drin? Weil schon unten brettelt mein Rechner mit 50 Grad und hier oben heiße Gefühl, als ob ich bei minus 10 immer noch bin. Aber ja. So, warte mal, da muss ich jetzt wieder aus der Ego-Perspektive rausgehen. So. Perfekt, er tut hier schön auffüllen. Wie voll bist denn du schon? 58%, also macht er so gerade vielleicht 4 Spuren immer. Aber es ist besser, als wenn ich jetzt hier den Boden, also die Ressourcen, die da schon erntereif sind, verschwenden würde, würde ich sagen. Dann investiere ich lieber mal die 6.000 in die Miete. Anstatt dass ich am Ende halt das alles noch wegrattern muss. Ach stimmt, das ganze Zeug brauche ich dann auch im Flug. Und boah, das wird anstrengend. Aber wir werden Karotten wahrscheinlich anbauen, denke ich. Wir müssen mal kurz gucken dann, mit was wir bitte Karotten züchten. Oder wie wir abernten, weil ich brauche Karotten auf Lager, bitte.
Sprauchkarotten. So. Einmal hier vorne schnell, dann tun wir schnell hier das Gras besorgen. Tun wir das frische Mähen schnell. Helfer anfasst voll 80%. Okay. Wenigstens haben wir den Emu-Traktor nicht mehr. Jetzt sollte das Mähen um einiges einfach gehen. Wir fahren direkt da hoch. Wir mähen direkt mal hier ein Stück. Das ist so der beste Test, ob er besser ist als der Traktor, den wir davor hatten. Let's do this. Okay, ja, die Schräge nimmt er nicht so gut auf. Das ist immer so kacke. Aber ja, schau mal, was der mit was für eine Einfachheit der das macht. Das füllen wir hier mal schön auf. Das sollte dann für eine Zeit reichen. Ja, so macht man das nicht in echt, aber bis ich Lagerhallen habe, wo ich das gescheit lagern kann und alles, dauert das noch eine Zeit. Deswegen tun wir jetzt auf On-Demand sozusagen hier schnell mähen. Und dann halt immer noch eine Schicht, einen Zug mähen, wenn wir noch was brauchen. Ah, scheiße, stimmt, wir brauchen den nachher. Oh, ich muss es wo ablegen. Ich leg das dann im Silage-Lager ab. Silage hat ihn eh nichts gebracht, dann wird es halt mein Graslager währenddessen. Ist ja auch wurscht. Weil wir müssen ja das Stroh auch noch einsammeln fahren. Oh, Mann. Stimmt noch. Wir brauchen eine Pelletshalle auch noch. Oder wir können halt mal probieren, ob wir irgendwie das Stroh verarbeiten oder reinkriegen. Aber ich glaube ja irgendwie nicht. Ich habe da nicht so den... Oh, voller Kontakt, warte mal. Das ist natürlich der Unterschied. Ich muss natürlich dem kurz mal den Helfer rausnehmen. Da siehst du nicht jetzt auch, wie gut der Ertrag ist. Seht ihr das am Boden? Karte mit Ertrag. Das finde ich voll interessant. Der zeigt mir im Grunde an, hey... Wir sind bei ca. 50% des Normalertrages bei dieser. Bei der Noise müsste der nach zwei Dingern voll sein. Pump mal da rein, mein Freund. Ach, schaut doch mal an, wie viel wir hier wahrscheinlich rauskriegen. Es sind immer so um die 5000 dann am Ende. Ordentlich, die ganze Scheiße. Country Road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, Country Road. Ah, ich liebe sie, Lisa. Und leer. Oh, wieder. Jetzt tun wir den wieder zurück an die Position bringen. Das tun wir nachher selber mähen. Normalerweise machst du es anders, aber viel werden dessen andere Sachen nach. Wir müssen nachher Bodenproben auch nehmen, so zur Info. Das will ich unbedingt mal ausprobieren, aber davor will ich das ganze Feld einmal wenigstens gepflügt schon haben. Dass die Resultate erfrischt sind und nicht vom alten Wert sozusagen über den Haufen gepumpt wird. Los geht's, Junge. Und der pumpt wieder, oder? Ja, genau. Dann gehen wir auf den Träger. B. B. Country Road. So, jetzt machen wir hier schnell unseren Träger mal eine Runde voll. Ich meine, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was auf Lager für die Pferde und alles. Das mit den Strohpellets habe ich jetzt eher weniger erwartet, aber ja. Jetzt drehen wir da einfach um. Und fahren das nochmal so ab. Ich kann das nicht leiden, wenn das da rumliegt. Weil es wird dann später auf einmal zu Stroh und dann... eklig einfach. Hallo, nimmst du das auf?
ist der unten? Der ist unten. Ach, so ein Arschloch. Dann tun wir hier nochmal eine Runde fahren. Da brauchst du dann halt echt einen Schwader und alles. Das muss ich mir jetzt unbedingt nochmal besorgen. Jetzt haben wir eh noch 252.000. Damit können wir uns gleich noch locker einen Schwader und so alles gönnen. Und dann halt wirklich präziser arbeiten. Vorne, hinten, Mähwerk, effizienter werden. Und. Auf jeden Fall der Way to go. Um hier die perfekte Balance zu finden. Country Road, take me home. Ah, ich habe jetzt so ein Ohrwurm wieder von dem Lied, scheiße. Ah, schön. So. Jetzt bringen wir das dann heim. Wir machen jetzt die Linie fertig und dann ist die... Sind wir für heute auch schon wieder durch, dann werde ich mich um das Feld kümmern. Lustig, mein Feld hat jetzt auch 5... Seht ihr das? Wir sind so bei den... Wir haben unten jetzt eine Prozentzahl beim Mähen. Da sehen wir, wie viel Ertrag wir sozusagen haben. Holy shit, das bewerten die? So, stoppen wir das Ganze mal VB. Jetzt schauen wir, dass wir beim Bergabfahren vielleicht noch so viel wie möglich von dem, was auf der Kippe lag, da aufnehmen können. Das fände ich schön. Jetzt hat er noch ein bisschen aufgenommen. Bisschen was. So, dann tun wir mal schnell rückwärts dahin fahren. Oh, fuck. Oh, no fucking way. Das habe ich jetzt... Whoopsie. Bisschen auffüllen. Sollten wir jetzt eigentlich hier unter Tieren auch sehen, oder? Genau, jetzt füllt sich hier das die Grassilage auf. Seht ihr das? Alter, da passt fast der ganze Wagen rein. Lasst ihr was meinen... 55. Oh, schön, ja. Nicht lang. Nee, das werde ich dann auf jeden Fall nochmal machen müssen. Ich werde mich jetzt aber erstmal um die Wiese kümmern und dann nochmal, müssen wir nochmal schauen, wie wir das mit den Strohpellets machen und alles. Und dann würde ich sagen, melde ich mich in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.